Ich freue mich ganz besonders, dass Gabriella Rist nun bei mir ist. Herzlich willkommen, Gabriella. Du bist Life- und Business-Expertin und auch psychologische Beraterin des Krankheitsbildes KPTBS. Das musst du mir jetzt erst noch mal genauer erläutern. Was ist das genau? Vielen Dank hier für die Einladung. Ja, das ist eine besondere Krankheit. Das ist ein Akronym, steht für komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das kann man auch so erklären, das sind Menschen mit Entwicklungstraumata. Das heißt, dass sie eigentlich in der Kindheit, im frühkindlichen oder auch im Jugendalter haben sie sich ja diese Traumata zugezogen. Ich unterstütze auch eben Menschen im Allgemeinen psychisch. Ich möchte sie fördern im Alltag und im Business. Wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele psychisch Erkrankten. Burnout ist ja mit einem Schlagwort, aber auch Depression. Ja, all diese Menschen müssen im Alltag ja, zurechtkommen, meistens auch ohne Toolbox. Das habe ich ja sehr, sehr lange, über Jahrzehnte lang auch selber mitgemacht. Ich leide nämlich auch an komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Ja. Ich wurde in der Kindheit auch misshandelt. Ah, das ist dann wahrscheinlich ein Thema, dann kann man selber das auch gut weitergeben, beziehungsweise wenn du genau weißt, was in den Menschen vorgeht, ne? Genau, genau. Mhm. Und ja, ich habe sozusagen 25 Jahre lang sogar eine Business-Karriere hingelegt. Mhm. Man mag gar nicht denken, wie viele eben auch ja, mit Entwicklungstraumata oder überhaupt auch psychisch Erkrankten im Management findet, weil gerade durch diese Entwicklungstraumata entstehen gewisse Charaktereigenschaften, die gerade dazu fördern oder dazu treiben, zum Beispiel Anerkennung oder Macht haben zu wollen oder dieser Ehrgeiz, ja, Verbissenheit. Und ja, also es sind wirklich genügend Betroffene und wir wissen auch, wir kennen ja die Zahlen heute auch in Deutschland, jedes dritte Kind wird misshandelt. Das ist wirklich aktuelle Zahl. Und wir wissen auch, dass 40% aller Angestellte psychisch krank zur Arbeit gehen. Das heißt, dass wir ja, diese Hilfestellung auch wirklich brauchen. Auf alle Fälle. Was sind denn so die großen Herausforderungen deiner Tätigkeit? Was ist das Besondere? Worauf kommt es an? Ja, ich denke, es kommt primär darauf an, dass diese Menschen, die Betroffenen, aber auch die Angehörigen, also die leiden ja zum Teil genauso daran, zum einen Hilfestellung bekommen und dass sie auch offen darüber reden dürfen. Mhm. Psychisch erkrankt zu sein gilt bis heute als Tabu. Mhm. Und viele Betroffene sprechen auch nicht darüber. Die fühlen sich beschämt. Und versuchen halt ein ganzer Mensch zu sein, mit mehr oder weniger Erfolg. Und letzten Endes, wenn sie ja, auf ihrem Laufbahn nicht, ich sag mal, die entsprechende Input oder auch die entsprechende Förderung erhalten, was denen dann gut tut, wovon rede ich? Zum Beispiel eben gerade diese Führungskräfte, die ja dann, naja, mit einem zum Teil verbissener Ehrgeiz jahrelang irgendwie Karriereleiter hinlegen und aber Burnout gefährdet sind, schon Grund auf ihr Nervensystem, was ja etwas eben naja, angeknackst ist, dann ist ja zwangsläufig zu erwarten, dass sie irgendwann ja, mit allen Kräften am Ende sind. Und in meinen Augen wäre das eine der Aufgaben, dass diese Menschen so gefördert werden, dass sie zu ihrer Persönlichkeit, weil nämlich die Persönlichkeit leidet ja darunter auch, also unter dieser Entwicklungstraumata, zu ihrer Persönlichkeit passende Berufe oder einfach Rollen auch im Geschäftsfeld erhalten und entsprechende Unterstützung auch durch das Geschäftsumfeld, ja. Wie arbeitest du mit deinen Kunden? Also was macht dich besonders? Warum sollte ich jetzt gerade zu dir kommen? Also ein Punkt ist natürlich, du kannst dich gut hineinversetzen in dein Gegenüber. Ja. Was macht dich noch besonders?
Genau, also mein Verständnis und ganz klar, also Mitgefühl, auch im Sinne, dass ich weiß, was das bedeutet, tagtäglich mit dieser chronischen Erkrankung zu leben. Aber auch diese Vorgehen, also die Methodik, was ich ja hier verwende, und das ist nämlich neurobiologisch, neurowissenschaftlich belegte Modelle und Ansätze, die ich mit traditionellen Wissenschaften vereine. Also ich bin ja eben, ich habe mich komplett umschulen lassen. Ich war ja, naja, als Executive bin ich ja von der Telekom ausgeschieden damals. Ach, ich war okay. ja IT-Innovation, also was ganz anderes gemacht. Ja. Und eben jetzt Richtung Psychologie-Schiene. Ich bin aber auch Yoga-Lehrer, genau, zertifiziert und Entspannungstherapeut und Trauma. Richtung Traumata auch sämtliche Methoden angeeignet. Und ich verknüpfe ja diese Techniken. Also mein Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich, dass ich das gewährleisten kann, alles an einem Ort sozusagen zu finden. Viele dieser Erkrankten sind nicht nur sehr lange auf der Suche nach ein passender Therapeut oder eine passende Methode, womit sie auch selber umgehen können. Aber das ist auch immer nur partiell, was sie halt finden. Entweder ist es nur für die Psyche oder ist es nur, naja, für die Rückenschmerzen, die eigentlich nur Folgeerkrankungen sind, oder sind sie halt eben bei Psychiater, wo dann Antidepressiva sie erhalten. Sie haben viele, viele Menschen an der Hand, wo sie regelmäßig zurück müssen. Mhm. Aber hier, ich behandle auf also alle Ebenen, nicht nur Körper, Geist und Seele im Sinne, aber auch Wahrnehmung, also was ist mein Selbstbild, was ist Fremdbild, habe ich ja tatsächlich diese Fähigkeiten und Stärken, was ich denke oder auch nicht, und aber auch Bewusstseinsebene, und das ist entscheidend, und dazu gibt es dann eben so ein Modell, was ich aufgesetzt habe, das durchlaufen meine Coaches sozusagen, genau, und dadurch werden sie halt ihr Selbstbewusstsein erlangen, nicht nur bezogen auf die Krankheit, sondern auch im Sinne ja, Selbstfindung, Selbsterkenntnis und auch welchen Sinn hat es, wie ich naja, mein Leben bisher hatte und wo soll das weitergehen und wie kann ich das dauerhaft erfüllend, trotz Krankheit auch erfüllend gestalten. Mhm. Ja. Gibt es besondere Werte, die du deinen Kunden mitgibst oder eine besondere Message? Auf jeden Fall. Ich sage, mein Motto ist Upcycle your life, heißt es. Egal, upcycle. Also das ist eigentlich, ne, wir kennen ja recycled. Ich sage upcycle. Das bedeutet für mich, dass wir diese Komponenten und diese Gegebenheiten, was unser Leben bisher mitgegeben hat, sowohl unsere Eltern genetisch oder epigenetisch, also vorgeburtlich auch von Mutter aus dem Gehirn, kommen halt auch gewisse Informationen und auch Veranlagungen zum Beispiel, was weitergegeben wird, aber auch an unsere Erfahrungen, all das, was wir erlebt haben, all unsere Wunden, die wir haben und in uns tragen, dienen ja dazu, dass wir das Beste daraus machen. Und heute sowohl die Wissenschaft als auch unsere Reise sozusagen, um uns naja, besser kennenzulernen und damit besser handeln zu können, gewährleistet das, dass ich das, was ich bin, aufwerten kann in diesem Sinne. Also nichts, was wirklich an Stärken noch da ist und bisher nicht ausgeschöpfte, man sagt Potenziale, ich würde es gern anders nennen, vielleicht verborgene Schätze. Wir haben gerade auch die psychisch erkrankt sind, die haben Stärken, die haben auch Stärken in ihrer Persönlichkeit, die zum Beispiel auch Unternehmen sehr gut verwenden können, also gezielt anwenden könnten. Und das ist mein Motto, Upcycle your life. Nimm alles, was du hast und daraus mach das Beste. Dementsprechend heißt es,
bleib wie du bist, nur besser. Nur besser. Man entwickelt sich immer weiter. Gabriela, ich kann nur sagen, ich glaube, es war toll, der IT-Branche den Rücken zu kehren und dann wirklich nochmal eine ganz andere Sparte aufzumachen. Du wirkst wirklich zufrieden und glücklich. Ist das richtig? Ja, das erfüllt mich. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für das Kompliment, einfach für diese Resonanz. Ja. Und dann mache ich ja wohl richtig. Genau, vielleicht kann man so anderen Menschen Mut machen. Man ist nicht so festgefahren, wenn man vielleicht erst in eine andere Richtung geht beruflich. Man kann sich immer noch entscheiden, irgendwie doch das zu machen, wo auch die Leidenschaft dabei ist. Ja, ich bin die beste. Der beste Beweis und Beispiel dafür, dass meine Methode funktioniert. Herzlichen Dank, Gabriela. Danke. Vielen Dank auch.